Heyo Leute, was geht? Heute stelle ich euch in diesem Video mal alle Neuerungen, die das Ill-Gotten Gains Update Teil 1 mit sich gebracht hat. Im Hintergrund könnt ihr schon sehen, wie ich mit dem Pegassi Osiris, dem neuen Super- oder beziehungsweise Hypersportwagen, fahre, und ich muss ganz ehrlich schon jetzt sagen, ich habe mir dieses verdammte Auto einfach nur verliebt. Es ist einfach so extrem geil, wie das optisch aussieht, und auch von der Leistung her ist dieses Auto einfach verdammt krass. Es fährt sich einfach so smooth und es ist einfach extrem krass, aber ich zeige euch jetzt mal die ganzen Sachen, die man sich im Internet schon einmal leisten kann und wie teuer sie sind. Rockstar Games hat ja gesagt, dass in diesem Update wirklich alles nur mit Luxus und sehr, sehr viel Geld zu tun hat, und deshalb haben sie schon wirklich einen richtigen Kracher gelandet. Und zwar, wenn ihr nämlich bei Elitas schon vorbeischaut, dann seht ihr schon das teuerste, was Rockstar Games jemals angeboten hat, und zwar den Luxor Jet in purem Gold, und dieser ist einfach nur sagenhafte 10 Millionen Dollar wert. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wer so etwas überhaupt kaufen wird, weil das ist einfach schon total überteuert. Es ist einfach so verdammt teuer. Allerdings für jeden geeignet, der einfach zeigen will, wie viel Geld er einfach in GTA Online besitzt und sich das dann kaufen will. Dann seht ihr hier auch schon noch den Swift Deluxe. Den gibt es auch für über 5 Millionen Dollar. Ist auf jeden Fall auch wirklich extrem teuer. Kommen wir mal dann auch zu den neuen Autos, und als ich das erste Mal gesehen habe, wie viel der Pegassi Osiris eigentlich wert ist, ist mir erst einmal wirklich der Atem stehen geblieben. Denn Rockstar Games hat hier wirklich die höchsten Preise schlagen lassen, die es überhaupt nur vorstellbar sind. Und dieses Fahrzeug könnt ihr dann bei Legendary Motorsports für sagenhafte 1,95 Millionen Dollar erwerben. Das ist einfach über zweimal so teuer, wie ein Centorno da ist, und da stellt sich jetzt eigentlich die Frage, ob dieses Fahrzeug auch wirklich dem Preis gerecht wird. Den Benefactor Sterling GT gibt es dann auch für knapp 1 Million Dollar, und den klassischen Alberni Virgo, den gibt es schon für fast 200.000, und dann gibt es noch den NS Windsor, den könnt ihr auch für schlappe 845.000 Dollar kaufen. Ist auf jeden Fall wirklich extrem viel. Allerdings kann ich das Ganze schon verkraften mit den ganzen coolen Musteraufklebern, die es dann eben mit sich bringt. Mit den ganzen 8 Aufklebern hat man auf jeden Fall sehr, sehr viele Auswahlmöglichkeiten, sein Fahrzeug individuell zu gestalten. Bei Emination gibt es ja die neue Waffe, die Rockstar Games auch schon angekündigt hat, und zwar die Einsatz-PDW. Und diese hat nämlich eine besondere Eigenschaft. Sie feuert jetzt eigentlich nicht, wie es eigentlich Waffen von Coil so vermutet lassen haben, elektronische Patronen oder sonst irgendwas in der Art, sondern diese Waffe hat einfach eine extrem hohe Präzision und somit diese Waffe einfach überhaupt kein Ziel verfehlen kann. Ist auf jeden Fall eine extrem gute Waffe, besonders was auch die Präzision angeht. Und es gibt ebenfalls auch neue Waffenskins für bestimmte Waffen, wie zum Beispiel auch für die Pistole Kaliber 50. Für diese gibt es eine wirklich sehr teure Platin-Oberfläche, Pearl Deluxe, die allerdings sich wirklich sehr, sehr sehen lässt und ebenfalls auch im First-Person-Modus sehr, sehr gut anzusehen ist. Und im Bekleidungsgeschäft gibt es ebenfalls auch sehr, sehr geile neue Outfits, die mir persönlich richtig gut gefallen. Diese Gegenstände haben allerdings auch wirklich ihren Preis und sind auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Deshalb solltet ihr euch auf jeden Fall überlegen, was ihr davon genau kaufen wollt, denn diese sind wirklich extrem teuer. Und Rockstar Games hat ja auch in diesem Update angekündigt, dass die meisten Sachen, die mit dem Update neu dazugekommen sind, auch auf jeden Fall sehr, sehr teuer sind und nur für Leute geeignet sind, die wirklich extrem viel Geldüberschuss haben und auf jeden Fall das Geld schnell loswerden wollen. Und ich persönlich finde eigentlich, dass das Update mir persönlich schon wirklich sehr, sehr gefällt. Vor allem wegen dem neuen Supersportwagen Pegassi Osiris. Ich weiß einfach nicht warum, aber dieses Auto ist einfach das einzige, worauf ich mich bei diesem Update einfach am allermeisten gefreut habe, denn es hat einfach so ein geiles Design. Allerdings finde ich natürlich schade, dass dieses Fahrzeug so verdammt teuer ist. Bei knapp 2 Millionen Dollar muss man sich schon wirklich überlegen, ob man dieses Fahrzeug haben will, und ich finde es schon ein wenig eine Frechheit von Rockstar Games, dass sie diese Preise einfach so hoch angesetzt haben. Ich denke, da lässt sich schon wirklich sehen, dass Rockstar Games auf jeden Fall will, dass sich die Leute Char-Cards holen, und es auf jeden Fall sehr, sehr lange dauert, bis man sich solche Dinge leisten kann. Das war's dann auch schon von diesem Video. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über jeden Daumen nach oben sehr freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ciao!